Herzlich willkommen zum ersten Stadionvlog seiner Art auf diesem YouTube-Kanal. Heute war ich live im Olympiastadion beim Spiel Hertha BSC gegen den ersten FC Union Berlin. Endstand wissen wir, glaube ich, leider, werde ich nicht weiter thematisieren. Heute dazu gibt es meinen Stadionvlog, wie ich live im Olympiastadion war. Bevor ich damit beginne, noch der kurze Hinweis: Abonniert ganz gerne den Kanal, um auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video heute gefallen, lasst gerne ein Like. Ich würde sagen, starten wir rein mit diesem besonderen Vlog. Gerade mal einen kleinen Blick auf die Startaufstellung geworfen. Ich weiß gar nicht, wie das klappen soll. Jule Eitschberger kriegt sein Debüt, wahrscheinlich aber eher auf der Linksverteidigerposition. Jovetic und Mission, die einzigen Offensivspieler. Suat hat der einzige Kreative rausgeschmissen. Also ich sitze jetzt hier und bin schon mal ein bisschen ratlos. Also das ist wirklich der größte Mist, den ich überhaupt gesehen habe. Ja, das Olympiastadion füllt sich nun immer mehr. Es sind noch knapp 45 Minuten bis zum Anpfiff und man sieht hier schon die Ränge. Die füllen sich richtig, die Union-Fans sind teilweise auch schon da. Die Atmosphäre ist klassisch, also wirklich echt stark, muss man sagen. Und man muss sagen, man merkt, hier ist was drin. Hoffnung für Hertha ist heute auf jeden Fall zu spüren. Wieder perfekte Plätze hier. Wie wir ausspielen, ist wie immer eine Katastrophe. Damit habe ich ja schon gerechnet. War klar. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Unsere Fans machen gute Stimmung und Jungen. Ja, auch
Jetzt sehen wir schön weit hier 0-0. Es ist jetzt Halbzeit und was soll ich sagen, bis hierhin ist das wirklich ein Drecksspiel. Großchancen vergeben, mal wieder Offensive, ja, außer die letzten paar 15 Minuten überhaupt nicht vorhanden. Defensive natürlich auch wie immer anfällig. Keine Ahnung, wie Union mit ihren Vogelsammers und Haraguchis da so viele Torchancen haben kann. Es ist eine Katastrophe. Maolida auch eine Katastrophe. Ja, natürlich, was soll ich sagen, es klappt nicht und es war schon vorher anzusehen. Mal schauen, wie die zweite Halbzeit wird. Bis hierhin finde ich das Spiel aber echt scheiße. Und hier sitzen 50.000 Herder-Fans und die finden sich alle so verarscht. Das ist wirklich Wahnsinn. Was soll ich sagen? Zwei Chancen, zwei Tore. Zweite Halbzeit war ganz gut, trotzdem liegt man hinten wie immer. Was ein Mist. Ja, klassischer Union-Sieg. Keine Ahnung, man hat drei Chancen gemacht, drei Tore, obwohl man in der zweiten Halbzeit klar scheiße spielt. Union war schlagbar heute. Hertha ist mal wieder zu unfähig, irgendetwas zu reichen. Und am Ende steht es 1-4, deutlich zu hoch für Union. Was ein Dreck. Alter, so ein Dreckspiel. Es ist Wahnsinn. Absolut zu Recht ausgepfiffen. Alles Söldner und Verräter, diese verfickten Wick. Ne. Wahnsinn. So, Spiel ist vorbei. Steht 4-1 für Union und grundlegend muss man echt sagen, keine Ahnung, woher die Union die drei Tore in der zweiten Halbzeit machen konnte. Da war das Spiel tatsächlich teilweise gut. Ich möchte nicht sagen, dass es unverdient ist, aber man merkt halt, dass Hertha im Abschiedskampf steckt. Würde Hertha unter normalen Verhältnissen dieses Spiel betreiben, dann würde es sicherlich nicht 4-1 ausgehen. Die Mannschaft hat am Ende aufgehört zu kämpfen. Man liegt hinten in den letzten Minuten, man spielt nicht nach vorne und man merkt auch einfach, auch die Mannschaft, die kann es nicht. Was da zusammengespielt wurde, das ist eine Katastrophe. Und ja, ich muss Darida kritisieren, ich muss natürlich Maolida kritisieren. Es war scheiße heute. Rundum richtig, richtig schlecht. Und damit endet jetzt auch an dieser Stelle der Steinblock. Ich hoffe, er hat euch gefallen. In zwei Wochen sollte es den nächsten geben gegen den VfB Stuttgart. Na, das wird ja auch wieder ein Spiel. Darauf habe ich richtig, richtig Bock und Laune. Ja, bis dahin. Genießt den Abend. Egal, ob wir jetzt verloren haben, gewonnen haben, was auch immer. Ich fand's scheiße, aber vielleicht seid ihr ja nicht deswegen extra ins Olympiastadion gefahren. Ich bin es. Abonniert gerne den Kanal, um auch keine weiteren Videos rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Like dieses Video. Wir sehen uns und tschüss.